Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Walking Dead Road to Survival. Mir ist etwas Schlimmes passiert. Ich habe zwei Folgen aufgenommen, aber die sind alle ohne Ton. So. In den zwei Folgen habe ich die Missionen gemacht. In einer Folge, da bin ich, habe ich halt die Nummer 3 hier geschafft. Und in der anderen Episode habe ich ein bisschen PvP-Spiele oder Kämpfe gemacht. Also hier einmal neuen Gewinner und einmal verloren. Genau. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. So viel habt ihr ja nicht verpasst. Aber trotzdem, es ist ärgerlich. Ärgerlich. So. Genau, jetzt gehen wir nochmal schnell in die Stadt, weil da die Dinger zum Einsammeln sind. Ah, ich sehe gerade. Lagerkapazität für die Swords. Wieder neues Board, okay. So. Ach, Mensch, nur mit Upgrade. Vergesse ich dann immer. Gut, trainieren. Jo, mach mal mit. Und dann gehen wir gleich zur Mission. Großer Umweg. Kämpfe dich durch die Wälder zurück nach Woodbury. Garrett, ich hätte nicht gedacht, dass wir dich einholen. Wie geht es, Sandy? Sie verliert ab und an das Bewusstsein, aber wir haben ein größeres Problem. Schau. Oh nein, nicht alle Streuner haben sich von dieser Explosion ablenken lassen. Achso, und ich habe auch die Leute mal hier gelevelt. Blenden auf 4, Garrett hat man ja schon, Carter 6 und Mac auf 6. Genau. Wir mal an. Das ist schon cool. Also, die Linie gefällt mir. So, wieder 3. Sehr viele im Rausch. So, ich habe die letzte Welle. Ach nee. Der
Oh. Aus dem Wald taucht Gabe auf, einer der Lieutenants des Governors. Er erscheint müde und verängstigt, aber er hat wichtige Informationen. Ihr seid hier? Beeilung! Der Governor ist in schlechter Verfassung. Überrascht dich das so sehr? Er hat sich genauso viele Feinde wie Freunde gemacht. Er ist unser Anführer. Er wurde angegriffen. Ihr braucht eure Hilfe. Du taucht auf und überbringt uns schlechte Neuigkeiten. Warte, Gabe. Nicht schießen! Nicht schießen! Hilfe! Hey, die kommen aus dem Treibstofflager. Ich vertraue ihnen nicht. Angreifen! Mein Gott. So. Mal tot. Sehr schön. Welle 1 geschafft. Garrett. So, Carter. Lily. Lily Mast. Sehr schön. Len. Dein Scheiß rausspülen. So, Welle 3. Wie kann ich das? Bleibe lieber die mit dem. Aha, okay. Gut. Sie haben alle Messer. Okay. So. So, Mac, George, oh, alle mal raus. Guck mal hier. Nee. Okay. Ein neuer Charakter, der Gerald. Er kann das mal hier cool bleiben. Was geht denn? Was geht denn? So. 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 So.
Plausch. Kommt schon. Oh, nee, Plausch, scheiße. Bleibt aber bestimmt gleich. Und die letzte. So, super. Dann haben wir diesen Abschnitt auch geschafft. So. Ich hoffe ja diesmal, dass das den Sound mit aufnimmt. Stopp, das ist meine Ma. Nicht schießen. Stopp, sie haben ein kleines Mädchen dabei. Verflucht nochmal, sie haben uns angegriffen. Wir versuchen nur zu überleben. Sie haben uns gezwungen, gegen euch zu kämpfen. Hört ihnen zu. Lasst uns ihnen eine Chance geben. Das ist alles, worum wir bitten. Du wurdest verwundet. Vielleicht können wir helfen. Deine Häuser sind voller Überlebende. Upgrade deine Häuser mit Kapazität zu erlassen. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, dass es das erstmal gewesen ist für diese Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich ganz leise Servus, euer Steffo.